Ulf rausgeholt. Die Weißen werden dich nicht mehr festhalten. Du bist frei. Ja, klasse. Ich danke dir. Das hast du gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch die Stadt verlassen. Ich gehe so lange zum Hafen, Kai. Dort werde ich hoffentlich meine Brüder treffen. Wenn du uns aus der Stadt herausführen kannst, dann lass es uns wissen. Kontrolliere aber vorher, ob der Weg auch wirklich frei ist, ja? Wir werden dir nicht in eine Falle folgen, klar? Also, bis später. Woher weiß er denn, wann es eine Falle ist? Kann er vorher nicht wissen. So, jetzt verfolge ich noch den Typ hier. Ich bin bereit, Gary zu verfolgen. Gut. Gary geht jetzt los. Lass ihn. Gib ihm ein wenig Vorsprung. Dann folge ihm, aber mit genügend Abstand. Aber verlieh ihn nicht aus den Augen. Wenn irgendwas schief geht, kommst du wieder zurück. Weil dann läuft er wieder von vorne los. Das ist doch unauffällig genug, oder? Vom Abstand her. Kann es sein, dass der ein bisschen schneller ist wie ich? Ich glaube, der ist nicht hier, Lulu. Na, Süße, wie wär's mit uns beiden? Ich biete dir... Jetzt! Komm. Wie sie einen anstrengt. Ach Gott. Da ist er. Naja, das müsste... Das wäre echt ein bisschen nervig. Die ist doch schon seit am Anfang die live da. Die war doch nur bei uns nicht live, oder? Was willst du hier? Bist du mir etwa gefolgt? Das war nicht besonders schwierig. Hey, Penner. Schön, du hast deinen Spaß mit Gary gehabt, aber jetzt hast du genug gespielt. Jetzt ist es Zeit für dich zu verschwinden. Vergiss es. Du rückst jetzt die Pakete raus. Ich muss jetzt gegen ihn kämpfen. Du bist gerade im Begriff, einen großen Fehler zu machen. Das glaube ich nicht. Dann lässt du mir keine andere Wahl. Gary, jetzt kannst du was gut machen. Wir werden diesem Mistkerl das Maul stopfen. Für immer. Zeit für eine kleine Lektion. Zeit für ein Duell. Ja. Ja. Oh. Boah, gegen zwei ist echt scheiße. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja. Ein paar Münzen gehören mir. Ich dachte, er wollte mich töten. Ich hatte aber auch echt nicht mehr so viel Lebensenergie. Du
hast doch bestimmt noch was vor. Was? Was soll das? Ja, steck die Waffe weg. Das ist auch besser für dich. Das war falsch. Ich muss dem doch jetzt hoffentlich eine Nummer folgen. Na, Penner, hast du genug? Verschwinde lieber, sonst kriegst du eine Tracht Prügel, von der du dich nicht mehr erholen wirst. Wenn du nicht reden willst, müssen wir wohl kämpfen. Das ist wenigstens nur einer. Ist mir ein Vergnügen, Penner. Zeit für eine kleine Lektion. Muss ein bisschen weiter weg. Och, wäre ich da nicht so bescheuert von der Treppe runtergefallen. Mega anstrengend, der Gegner, ey. Der macht immer Sidesteps. Puh. Oh, der hat die ganzen Pakete dabei. Schön diesmal alleine. So, jetzt fang an zu reden. Hey, ich wollte Don Esteban nicht ans Bein pinkeln. Aber genau das hast du getan. Du hast sein Kraut geklaut. Du hast Don Esteban ans Bein gepinkelt. Aber ich hatte nicht vor, das Zeug in der Stadt zu verkaufen. Sondern? Ich wollte es in der Vulkanfestung verkaufen. Die Rekruten in der Festung sind doch alles Verbrecher. Das sind doch alles Krautraucher. Und weiter? Und die haben doch das Gold aus den Ruinen. Die sind doch alle reich. Wer steckt alles mit drin? Nur ich. Und das soll ich glauben? Glaub doch, was du willst. Für mich ist es eh gelaufen. Alles Verbrecher. Die rauchen. Kann man eigentlich auch Magie lernen, wenn man kein Magier wird? Ah. Gib mir deinen Ring. Warum sollte ich das tun? Komm schon. Ich schenke dir auch was anderes. Das klingt verlockend. Gut, ich will eine Perlenkette. Schenk mir eine Perlenkette, dann bekommst du den Ring. Verdammt. Erzähl mir von dir. Was soll ich da schon erzählen? Tja, du hast es nicht leicht. Schön, mal mit jemandem zu reden. Die meisten Männer denken doch nur an Fleisch und Schwerter und solche Sachen. Aber sobald es um die wahren Probleme einer Frau geht, verschwinden sie. War schön, mit dir zu reden. War super schön, mit dir zu reden. So, der Ring war nicht arg weit weg. Was kann denn der? Kann der was? Akrobatik plus 1. Naja, aber wenn wir ehrlich sind, das mit dem von oben runterfallen hat sich hier eh schon erledigt. Hier, ich hab deinen Ring. Es ist gut zu wissen, dass es noch ehrliche Menschen in der Stadt gibt. Weißt du was? Behalte den Ring. Ach, der gibt's mir eh. Ist das dein Ernst? Ja, was soll ich denn damit? Ich bin auch eh den ganzen Tag im Haus. Bist du sicher? Ja, natürlich. Jetzt steck ihn ein. Wie du willst. Was hältst du vom Gesetz des Inquisitors? Das ist zu unserem eigenen Schutz. Abgesehen davon hätte ich gar nicht den Mut, draußen rumzulaufen. Überall diese Monster aus den Ruinen. Verstehe. Ist die Karte fertig? Nein, noch nicht. Tolle Antwort. Ist immer geil, wie man denn die Waffen klauen kann. So. Was haben wir noch? Ja, Wiesel, das mache ich jetzt. Paket für den Don mache ich. Söhne von Tilda sind eh woanders.
Und Dargles Kiste muss ich noch leer räumen. Vielleicht gehe ich da wieder über die Dächer. Das ist zu riskant. Lass uns handeln. Okay. Da muss ich nachts nochmal wiederkommen. Sonst bemerkt er gleich, was ich vorhab. Aber mein Bett ist ja nicht zu arg weit weg. Zu arg? Zu weit weg? Oder war das ein Typ, der auch eine Frau hatte, aber nur ein Bett? Ich habe den Spion gefunden. Und Sid hat ihn beauftragt, richtig? Ja, es war Doyle, einer der Tagelöhner. Er hat die Hosen voll und will nicht in die Vulkanfestung. Wie sieht's aus? Doyle ist verschwunden. Was denn? Sid ist seinen Zeugen losgeworden? Du warst nicht vorsichtig genug. Jetzt haben wir nichts mehr gegen diesen Banditen in der Hand. Sowas aber auch. Wir werden in Zukunft noch besser auf ihn Acht geben müssen. Kann der sich jetzt hier mal verziehen? Warum schleichst du? Wo ist die Kiste? Die steht bestimmt oben. Oh oh. Jawohl. Oh, der hat aber gute Sachen mit dabei. Ich bin einfach ein Superdieb. Die Wache direkt vor dem Haus, die hat natürlich nicht bemerkt, dass ich da gerade rein bin, um das Zeug zu klauen. Morgen früh, es wird keinen Zeugen geben. Fass bloß nichts an. Dargles Truhe ist geplündert. Wenn ich du wäre, würde ich mich trotzdem von Dargle fernhalten. Wer weiß, auf welche Ideen der Dicke kommt. Und abkassieren kommt bei ihm nicht in Frage. Dann war die Arbeit umsonst? Hör zu. Dargle wird niemals freiwillig an uns zahlen. Kein Grund, sich aufzuregen. Außerdem, wer hat Dargles Wertsachen in der Tasche? Skordo wird von deinem Erfolg erfahren. Ich würde sagen, du hast bei der ganzen Sache den Gewinn gemacht. Und darauf kommt's an. Ja, hab ein bisschen was eingesteckt, so. Karte der Stadt kriege ich nur, wenn sie raus kann. Das machen wir aber gleich. Jetzt muss ich noch oben kurz das mit den Paketen abgeben. Und dann können wir aus der Stadt eigentlich schon wieder raus. Schon wieder. Ja, war ja lang genug da. Aber ich habe alles abgehakt eigentlich. Oh, bei ihm kann ich noch was lernen, ne? Unterrichte mich im Kampf. Der kann mir Schwertkampf 2 beibringen. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach mal Stärke mit. Ich will stärker werden. Weiter so. Stärker werden. So, wie viel Stärke habe ich denn? 30. Das ist schon mal nicht schlecht. Darauf kann man aufbauen. Ich weiß, wer die Ratte ist. Es ist Cutter. Cutter? Er lässt sich von uns bezahlen, damit wir in Ruhe arbeiten können, und dann bestiehlt er uns. Ich hoffe, dieser miese Penner wird uns keine Probleme mehr bereiten. Was ist mit den Paketen? Hat er sie dabei?
Finde sie und bring sie mir. Hier sind die Pakete, die du wolltest. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner. Du hast dir gerade einen Haufen Gold verdient. So, jetzt erzähl mir, wie ich die Händler ausnehmen kann. Gut, ich werde dir sagen, wie es läuft. Es gibt zwei lohnenswerte Ziele für uns. Da wäre zum einen Konrad, der Warenhändler. Er nimmt's von den Bauern und verkauft es mit fettem Gewinn weiter. Und dann Alvaro, der Waffenhändler. Da habe ich ja schon mal zufällig was. Da der einzige Schmied in der Stadt für ihn arbeitet, diktiert er die Waffenpreise. Wie kassiere ich die beiden Händler ab? Verschaff dir zunächst einen Überblick. Sprich mit ihnen. Vielleicht kaufst du was. Du musst rausfinden, was sie beschäftigt. Welche Probleme sie haben und welche Schwächen. Wenn wir ihre Schwächen kennen, können wir sie gegen sie benutzen. Alvaro hat einen Klingenstab im Keller. Den kann ich schon abkassieren. Das klingt doch nach einer günstigen Gelegenheit. Ich gehe davon aus, dass Cid und Delgado dir die nötigen Talente beigebracht haben. Nun, falls nicht, solltest du das nachholen. Und was mache ich mit dem Klingenstab? Du wirst ihn zurückgeben, wie ein anständiger Bürger das tut. Natürlich nicht, ohne einen angemessenen Finderlohn zu kassieren. Und darauf wird Alvaro sich einlassen? Er ist Geschäftsmann. Solange du nicht zu unverschämt wirst, wird er es sich zumindest überlegen. Was denn? Dann verkaufen wir da halt das Ding wieder. Halt! Könnt ihr mir jetzt sagen, dass Weasley Pakete hat, aber das mache ich nicht, ne? Wo sind Konrads Kühe? Er hat sie in einem Gehege am hinteren Stadttor. Dort lässt er sie von einem Bauern bewachen. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Hat er überhaupt einen Namen? Nur unsere Elsa haben sie bisher verschont. Aber das sollen sie bloß nicht wagen, mir die Elsa wegzunehmen. Du machst das schon. Das ist hier die Elsa. Am hinteren Stadttor? Ach, ganz in, auf der anderen Seite. Hey, wir müssen reden. Woher kam das? Hast du Arbeit für ein paar kräftige Hände? Nein, nein. Ich bezahle schon genug Arbeiter. Dann brauchst du vielleicht jemanden, der dich beschützt. Was soll das denn werden? Bedrohst du mich etwa? Gehörst du etwa zu den Banditen? Jetzt sag ich dir mal was. Passiert ja auch nur ein krummes Ding. Mach ich dich fertig. Glaube ich ja nicht. So, aber ich muss ja eh wieder nach vorne laufen. Ich hörte, dass Konrad mit dir geschimpft hat. Mach dir nichts draus. Er ist ein gemeiner Kerl, der es nur auf unser Gold abgesehen hat. Jetzt muss ich ja ans hintere Stadttor, um da die Kühe zu vergiften oder so. Wäre vielleicht dumm. Es gibt nur noch zwei, aber vielleicht irgendwas anderes damit machen. Dann kann ich auch noch schlafen, dann kann ich dem wieder den Klingenstab verkaufen. Und dann kann ich vielleicht auch noch was lernen bei unserem Kollegen. Oder kann ich hier vielleicht nochmal Schlösser öffnen lernen? Hallo? Ist da jemand? Ja, Schlösser öffnen 3, 500 Gold. Zeig mir, wie ich unmögliche Schlösser knacken kann. Um an die Warenschätze zu kommen, brauchst du mehr als einen Dietrich und ein bisschen Glück. Du brauchst ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl. Da du nicht weißt, wie so ein Schloss aufgebaut ist, musst du zuerst den Mechanismus mit deinem Dietrich ertasten. Erst wenn du ein genaues Bild vom Aufbau des Schlosses hast, weißt du, welcher Bolzen und welche Feder gespannt oder gedrückt werden muss. So. Hat zwar jetzt eine Stange Geld gekostet, aber das können wir uns gerade noch leisten. Hab noch 820, bin ja richtig reich für die Welt von Risen. Für die Verhältnisse auf jeden Fall. Das ist zu riskant. Kannst ja auch noch Taschendiebstahl 3 machen. Soll ich das auch noch wohl machen? Komm. Dann bin ich der perfekte Dieb schon. Du bist mittlerweile so geschickt, dass du es wagen kannst, auch scheinbar unmögliche Diebstähle zu begehen. Das Prinzip ist das gleiche. Sprich sie an,
Lenke sie ab und nehme sie aus. Du musst nur viel, viel vorsichtiger sein. Die Leute, die du jetzt beklaust, sind mit allen Wassern gewaschen und achten sehr auf ihren Besitz. Warum stehst du eigentlich hier rum? Ich mal ausprobieren. Besser, ich lasse mich nicht in der Stadt sehen. Typen wie ich kriegen schnell Ärger. Habe erstmal die Goldbörse geklaut. Kann ich die überhaupt aufmachen? Oh, was habe ich hier? Das ist ein krasses Schild. Oh, und 300 Gold drin. Ja. Du bewachst die Kühe? Ja. Außerdem füttere und melke ich sie. Die Bertha hier, das ist die beste Kuh, die wir haben. Die Euter sind so dick und prall, dass die Milch nur so rausspritzt. Ja, sie ist ein echtes Prachtstück. Kein Wunder, dass Konrad will, dass ich sie bewache. So, so, die Bertha also. Soll ich die jetzt umbringen? Was mache ich denn jetzt da? Konrad abkassieren. Mit deinen Problemen. Aber damit kann ich ihn ja dann nicht erpressen, wenn es tot ist. Ich könnte auch mal wieder was braten. Sieht richtig lecker aus. Einfach großartig, wie er kochen kann. Sieht wirklich lecker aus. Mm. Du, das ist gerade ganz schlecht. Ich hab noch was auf mir. Probier's woanders. Hallo. So, nochmal morgens. Da sind echt immer nochmal welche, so ein paar Sachen übrig, die man machen muss. Und dann kommt man doch erst später raus aus der Stadt. Ich habe es zwar schon versprochen, aber jetzt muss man doch schon noch die restlichen Sachen machen, die noch offen sind. Mein Gott, Walter, ich brauche deine Hilfe doch nicht. So, aber den kann ich jetzt beklauen. Kennst du einen guten Witz? Klar, die Kuh eines Bauern ist krank. Besorgt fragt er seinen Nachbar... Was hast du denn damals deiner Kuh gegeben, als sie so krank war? Den kenne ich schon. Der könnte echt noch mal die Witze auserzählen lassen. Es gibt gerade nichts Neues. Okay. Probier's woanders. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Ich habe deine Brüder geholt. Sehr gut. Wir werden uns bereit machen. Ihr drei seid vollzählig und könnt jetzt die Stadt verlassen. Alles klar. Sag uns, wohin wir gehen sollen. Im hinteren Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen geheimen Tunnel. Der wird euch aus der Stadt führen. In Ordnung. Wir treffen uns dort in Sonjas Lagerraum. Dann zeigst du uns deinen Tunnel. Bis gleich. So, ich nehme die Leute schon mal... Ich bereite die Leute schon mal darauf vor, zu gehen. Ja. Konrad hält ein paar Kühe beim hinteren Stadttor. Schon mal nicht schlecht. Und weiter? Konrad hat eine ziemlich gute Kuh, die Bertha. Aha, damit lässt es sich doch arbeiten. Denkst du das gleiche wie ich? Bestimmt nicht. Er wird Bertha bestimmt vermissen. Und vielleicht wird ihr Tod ihn daran erinnern, dass er noch mehr zu verlieren hat. Ich soll die Kuh töten? Nicht nur das. Du schneidest dir den Kopf ab und bringst ihn zu Konrad. Dann wird er mich umbringen. Bring den Schädel in sein Haus. Am besten in sein Bett, aber lass dich nicht mit dem Schädel erwischen. Dann kommst du wieder zu mir. Das ist so richtig der Party-Style. Ich hab einen Stab gefunden. Was? Ach ja? Und wo hast du ihn gefunden? Nicht zufälligerweise in meiner Truhe? Das tut nichts zur Sache. Ich habe einen Stab, der offensichtlich dir gehört. Und jetzt willst du mir mein Eigentum verkaufen? Da weißt du einfach, wie es läuft. Ich werde... Ich...
Schön. Sag, was du haben willst. Naja, ich dachte da zumindest an einen Finderlohn. Wusste ich doch, dass du mich abzocken willst. Du solltest dich nicht aufregen. Es ist doch nur ein bisschen Gold. Das schlägst du einfach beim nächsten Geschäft wieder drauf. Gut, also Finderlohn. Und was willst du noch? Und eine kleine Aufwandsentschädigung. Und? Und einen Bonus, damit so etwas nicht wieder passiert. Unverschämtheit! Ich soll dich bezahlen, damit du mir nicht wieder etwas klaust? Sieh es, wie du willst. Ach ja? Ist das alles? Mehr machen wir nicht. Und das ist alles. Einverstanden. Und jetzt wirst du dich hier verpissen. So. Jetzt doch wieder zurück ans Stadttor. Und dann muss ich die Kuh jetzt irgendwie töten. Kann ich die wegballern? Dann muss ich ihr den Kopf abschneiden und ins Bett legen. Ist da auch irgendwie so ein... Das ist schon hier Mafia-Taktiken. Kann man hier irgendjemand noch beklauen? Du machst das schon. Ich kann dir nicht helfen. Find's aber schön, dass die an mich glaubt. Du machst das schon. Gerade nicht. Mir geht's gut. Und dir? Dass es da echt keinen schnelleren Weg gibt, ne? Ich habe viel los. Kann ich da die einfach wegballern? Ich rede mal nochmal mit dem Bauer. Kann ich sie doch vergiften oder so? Mit deinen Problemen musst du wohl allein fertig werden. Ob das eine gute Idee ist? Niemand schlachtet ungestraft unser Vieh. Hier gibt's nichts zu holen. Ups, Bauer. Hoffentlich findet er es nicht so blöd. Ist er tot? Naja, laut Lebensenergiebalken ist er voll. Ah, da ist er. Hey, du hast die Bertha getötet! An deiner Stelle würde ich ganz leise sein. Aber Konrad wird mich nicht mehr bezahlen und ich muss zusehen, wie ich über die Runden komme. Genau. Mistkerl! Tja, ich mache hier echt schon die Mafia-Methoden. Einschüchtern, die Leute. Einschüchtern. Immer diese Hin- und Herlauferei. Wenn man noch so ein paar Sachen übrig hat, dann muss man echt noch ein bisschen Backtracking machen. Eigentlich kann man ja immer mehrere Fliegen quasi mit einer Klappe schlagen. Und jetzt gerade im Moment muss man echt ein paar Mal den gleichen Weg quasi machen. Hier ist vielleicht kürzer wie außen rum. Nee, eigentlich nicht, weil er hockt ja auf der Seite. Da gibt's noch eine Türe, die hat ein relativ großes Schloss. Bertha hat's hinter sich. Sehr gut. Dann schnapp dir ihren Schädel und leg ihn bei Konrad ins Bett. Danach kommst du wieder zu mir. Okay, wie kriege ich den da am besten ins Bett? Ich habe eine Idee. Er hat nämlich einen Balkon, der Mann.
einfach die Riesenkuh einfach hingelegt. Alles klar. Also Bescheid. Ein Riesenschädel einfach mal hingestellt. Du machst das schon. Ja, hab ich auch gemacht. So. Und jetzt? Achso, muss ich wieder zurück zu dem laufen, oder was? Alles klar, unser Geschenk ist angekommen. Ich schätze, Konrad wird nicht mehr gut schlafen. Geben wir ihm ein wenig Zeit, die Situation zu begreifen. Wann soll ich zu ihm gehen? Das hat keine Eile. Ruh dich ein wenig aus. Geh zu Sonja und amüsier dich. Und dann besuchst du Konrad. Also, das heißt mal wieder mit anderen Worten warten. Das heißt, ich soll. Er hat mir den tollen Tipp gegeben, ich soll in den Puff gehen. Ah, da unten kann ich auch pennen, weil der ist so weit weg von seinem Bett. Das kriegt er, glaube ich, gar nicht mit. So, jetzt gucken wir mal, ob unsere abgetrennte Pferdeköpfe Früchte getragen haben, ja. Dann sind wir echt fertig mit der Stadt. Ich wollte eigentlich auch noch ins Kloster gehen. Bevor ich dann endgültig zu den Banditen gehe. Was? Du? Hallo Konrad. Wie läuft das Geschäft? Du wagst es, dich hier blicken zu lassen? Ich weiß genau, dass du dahinter steckst. Du und dieser Wiesel. Wovon redest du? Meine Bertha. Du hast meine Kuh umgebracht. Nicht doch. Du solltest dich nicht aufregen. Schlimme Dinge passieren nun mal. Du verdammter Mistkerl! Verschwinde! Natürlich kann ich jetzt gehen, aber wer garantiert dir, dass nicht noch Schlimmeres passiert? Warte, na gut. Du hast mich. Ich gebe auf. Bist du vernünftig? Hier ist ein großer Sack Gold. Da ist mehr als genug drin. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Tschüss. Mir ist jetzt nicht nach Reden. Die muss dir wahrscheinlich den Pferdekopf wegmachen, beziehungsweise in dem Fall den Kuhkopf. Konrad hat bezahlt. Na also, hat der Geizkragen erkannt, was gut für ihn ist. Jetzt ist er zahm. Er steht auf unserer Seite. Und wenn wir ihn nochmal brauchen, werden wir ihn melken, genau wie eine seiner Kühe. Aber wenn er uns braucht, werden wir auch für ihn da sein. Wenn er mal Ärger hat, werden wir uns um ihn kümmern. Vergiss das nicht. So, Schutzgeld erfolgreich eingetrieben. Hier auch.